Hallo zusammen und willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben in der letzten Folge einen Glurak gefangen, beziehungsweise einen Glutexo. Laut den Regeln war das alles völlig in Ordnung. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Also, dass ich dasselbe nochmal fangen kann. Aber es ist halt einfach nur die Regel, nur das erste Fang, was du siehst. Ja, habe ich ja gemacht. Apropos gemacht, wir haben... wir hätten einen Arcani fangen können, das haben wir aber nicht geschafft. Es hat uns nämlich weggebrüllt. 126, wir holen uns gleich das nächste Pokémon. Sag mal, 125, da haben wir doch... Hä? Wo ist 125? Leute, wo ist denn die Route 125? Ach, die ist da oben. Okay, wir gehen aber jetzt runter Route 126. Und werden versuchen, hier etwas zu fangen. So, wenn mein Mikro mal hier nicht dauernd verfangen würde. So, jetzt. Ja, Köter fängt an wegen Gift und so, ne? Toxin. Verzeihung. Angeln! So, und schauen wir mal, ob wir genauso viel Glück haben wie in der letzten Folge. So, jetzt wird's interessant. Wir kriegen schon wieder ein Feuer-Pokémon. Sag mal, ist das irgendwie lustig? Das ist ein Galopper. Ich streich gleich mal die 126 durch. Ja, ja. Das ist jetzt schon wieder ein Feuer-Pokémon. Das können wir nicht gebrauchen. Und es ist auch, glaube ich, eins eher der Schwächeren. Ja, trotzdem probieren wir es, ne? Warum nicht? Der Biss sollte jetzt nicht so viel abziehen. Und dann gucken wir mal. Es ist sehr schnell, fällt mir gerade so auf. War nicht mal so schlecht. So. Probieren wir es jetzt mal. Warum nicht? Es wird, glaube ich, nicht funktionieren, ne? Okay. Keine Sorge. Wenn es im roten Bereich ist, dann sollte ich es haben. Es ist jetzt nicht wirklich was, was ich haben möchte. Gucken wir mal kurz. Okay. Ich warte ab. Ist bereits vergiftet. Ja, ja. So. Ein Versuch noch. Genau, gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Es ist jetzt nicht wirklich schlimm. Wir haben's. Wir haben einen Galopper. Ja, yeah, ist jetzt nicht so krass. Feuerpferd. Spitzname, na ganz große Klasse. Ja, Horse. Nenn ich einfach Horse. Horse. Hallo, Horse. Hallo, Horst. Verdammt, ich hätte Horst nennen müssen. Wo ist die Route 127? Ist die hier unten? Ah, hier ist sie schon. Cool. Und wir machen gleich weiter. Ey, wenn jetzt noch ein Flammenfeuer-Pokémon kommt, dann... Was kommt denn jetzt noch? Jetzt habe ich ja fast alle durch. Ein Flamara könnte noch kommen. So, was kommt? Ich streich schon mal durch. Und... Ja, okay. Scheiße. Das hilft doch niemandem weiter. Leute, wieder ein Glutexo. Ich muss mit einer anderen Angel angeln. Shit. Ja, gut. Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Hallo. Gibt's hier unten irgendwas? Route 128. Yay. Wir angeln jetzt aber mal. Mit was angeln wir denn jetzt? Mit der normalen. Jetzt reicht's. Wir können sie mit EP-Teile hochboosten. Mal gucken. Soll ich gegen den gleich mal kämpfen? Ja, trainieren und so. Ich meine, wir können eh fliegen, also uns kann es egal sein. Yes! Bitte, bitte. Ah! Sehr, sehr interessant. Ein Meditalis. Ja. An sich auch ein sehr... Das ist, glaube ich, sogar ein Pokémon, was in so einem Video als eins der nützlichsten in dieser Edition gekennzeichnet wurde. Kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, aber ich fang's einfach mal, warum nicht?
glaube, es könnte fast jetzt schon reichen, oder? Nestball. Warum denn nicht den Nestball? Nestleball. Was? Es stand doch da bei schwachen Pokémon. Jetzt kann ich wenigstens meine anderen komischen Bälle hier mal benutzen. Superball. Ganz schön, es hält ganz schön was aus hier. Ja, nicht schlecht. Ja, es erzeugt Energie sehr stark. Wir holen nochmal Dreck dazu. Nein! Okay, belassen wir es mit dem Pokémon fangen. Ich werde mit diesem Team... erstmal, ja... Ich wollte nicht fliehen. Ich dachte, ich wäre auf Pokémon und würde dann eins runtergehen. So ein Mist! Wir trainieren. Hallo, was machst du hier einsam? Es gibt keine stärkeren Trainer als mich. Oh, scheiße, warum glaube ich dem das? Warum glaube ich dem das? Wenn er eins hat, dann wird es übermenschlich. Okay. Draschel! Wir hatten in der letzten Folge das Lindwurm, Kindwurm. Das ist die Vorentwicklung von Draschel, oder? Mach mal Spukball, wie gut ist es gegen Drachen? Und ganz normal. Es hält was aus, ja. Das ist sozusagen wie fast so ein Kokuna hier so ein bisschen. Ja, es zählt viel aus. Oh, es kann Kopfnuss. Ja, ist nicht ganz so angenehm, aber es kann nicht so gut austeilen. Es hat eine gute Defensive, aber austeilen kann es nicht so gut. Wir wollen froh drüber sein. Och, Mann. Ach. Trainer Trutz. Ja. Bei deinem Namen kann ich deine komische Hypertrank-Reaktion verstehen. Lappen. Wie ich meine ganze Stärke hier verbrauche. So. Hast du nur Stärke und Kopfnuss? Hast du nur... Linksfokus und Kopfnuss. Okay. Cool. Da hatte ja dein Meister gute Attacken beigebracht. Nicht. Ammonitas. Oh nein. Gegen sowas habe ich gar nichts. Ja, ich habe gegen sowas gar nichts. Scheiße. Doch. Nein. Ding hilft auch nichts. Ich brauche unbedingt eine Pflanzenattacke für irgendjemanden. Hallo. Mach Schlammbart. Bringt nicht so viel, ich weiß, aber... Vergiftung? Scheiße. Oh nein, Lehmschuss. Mach Kreideschrei. Und dann nochmal. Lehmschuss wird jetzt nicht so gefährlich sein. Oder? Ja, sag ich doch. Und ihr hattet Zweifel. Nein, das war durchaus riskant. Schlammbart. Oh, wieso kann es denn jetzt anfangen? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. So, sei vergiftet. Danke, es funktioniert ja mal wieder, das Zurufen. Schirin hat schon gelb. Okay, wir machen einen Zertrümmerer, das sollte ausreichen. Ja, ein Amoroso. Gegen ein Amoroso habe ich ein richtiges Problem, fällt mir dazu auf. Weil ich habe dagegen nichts. Ich brauche Pflanzenattacken. Ja, aber ich habe keinen... Scheiße. Oh, Magneton. Lurak. Das wird so platt gemacht mit einem... Fetzigen Flammenwurf? FF? Hm, nicht zu verachtendes Teil. Aber Flammenwurf macht das Ganze schon. So. Ah, ist das angenehm. Schöner One-Hit. So. Tja, mein lieber Trutz, hätte sich deine Eltern mal einen besseren Namen überlegen müssen, was? Und nicht einfach so aus Trotz einen Namen wählen. Haha. So. Ja, ich kann auch nicht Taucher machen. Dafür brauche ich erst diesen einen Orden. Soll ich jetzt nicht mal langsam wieder nach Fausthafen und so gehen? Wir müssen wirklich die ganzen Trainer jetzt mal durchmachen. Denn der Kampf in Moosbach City... Oh, ein Togepi! Der Kampf in Moosbach City wird nicht leicht. Oh, ich hätte Köter heilen sollen. Das mache ich jetzt mal, denn... Ja, Togepi könnte gemein sein. Ey, das hat aber nicht so Attacken wie Abgangsbund, oder? Dann würde ich aber ausrasten. Stimmt, wir haben volles Problem, wenn wir nochmal auf den Dings treffen. Spotlight. Ja, bringt ja sehr viel. Spotlight macht, glaube ich, wenn es in einem Doppelkampf ist, dass nur das Togepi angegriffen wird. Aber es kämpft ja alleine. Was willst du da spotlighten? Trottel.
Gut, wie viel EP bringt denn sowas? Ja, nicht so wenig. Oh, wann gibt's den Knirscher? Mein Pokémon ist mörderisch. Auch mörderisch, ja. Mein Togepi ist so mörderisch. Super Schutz. Nein, super. Okay. Mal gucken, wer hier noch alles rum ist. Kann ich dich von hier bekämpfen? Nein, leider nicht. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich will nach Prachtpolis City. Ja, Kaskade, stimmt, das müssen wir auch noch jemandem beibringen. Ja, shit. Werde ich auch Jugend beibringen müssen, glaube ich. Oh, nee. Okay, ganz ruhig. Ich will ja nur ein bisschen trainieren. Ich denke mal, nach dem Kampf werde ich Köter mal tauschen für Hexer oder so. Denn Hexer muss ja auch mal hochkommen. Och nee, muss das sein. Den Bodycheck hätte er ruhig machen können, denn dann hätte sich eh selber kaputt gemacht. Von dem her. So. Ein Macholo. Ja, ich kann endlich... Nein, Hexer. Psycho und so. Psycho-Tante. Psystrahl, den hätte ich gerne. Apropos Psy, wo ist denn... Wo gibt's denn die Psychokinese? Würde ich auch gerne mal wissen. So, das Macholo ist kein Problem gewesen. Ach, shit. Oh, Gesichte. Die Gesichte. Die Gesicht. Airoas, geht in die daneben. Oh, Hexer ist so eklig, weil es so verschiedene Attacken hat und mit dem Konfusstrahl einfach nur nervt. Oh nein. Deoxys. Und ich weiß immer noch nicht, was dagegen am besten ist. Ist es Stahl, Freunde? Ist es Stahl? Fragezeichen. Ich weiß es nämlich nicht. Wir werden es ja probieren. Er wird sicherlich nicht ihn one-hitten. Was ist das? Oh oh. Freunde, das gefällt mir nicht. Was ist Übernahme? Scheiße. Yes. Bitte nicht mitnehmen oder so. Okay, es ist nichts passiert. Hexer. Obwohl Guyong. Nein, Hexer. Guyong kann ich leichter trainieren als Hexer. So. Einmal Schockwelle. Puh. Ich habe immer noch so ein bisschen Schiss, dass... Oh, scheiße. Nein. Okay. Dass irgendwas was schief geht. Aber ich meine, was soll schief gehen? Wir werden jetzt unsere Pokémon hauptsächlich trainieren. Wir werden die ganzen Routen entlang surfen und jeden Trainer, den wir sehen, wegpusten. Und ich will alle auf Level 40 bringen. Unbedingt. Alvaro ist erledigt. Ich bin abgestürzt. Ja, Pech, mein Freund. Da ist wieder einer. Angler Alvin. Nein, Moment, der war schon mal. Schwimmer Sören. Kommst du zu mir? Oh, Mist. Ah. Stimmt, wir sind hier in der Nähe. Nein, Prachtpolis City ist nicht mehr so weit weg. Da können wir eh noch nicht hin. Was hast du denn da? Ah, oh, fuck. Das ist natürlich scheiße. Und jetzt brauche ich bitte Toxi. Dann können wir es ein bisschen aushalten. Da kommt Dreck ins Spiel. Okay. Garados, Freunde. Das ist ein richtig unangenehmes Fuckvieh. Hätte ich aber auch gerne tatsächlich. Aber man kann nicht alles haben. Wen setze ich ein? Mach mal Spukball. Es muss ja irgendwas ausrichten. Oder? Oh, es macht überhaupt nichts. Ah, es kann nur Biss. Es kann nichts Gescheites, oder? Es ist was für Hexer eigentlich. Ich mache aber weiter mit Köter, denn er ist gut dabei. Stärke zieht auch nicht mehr ab. Oh, Drachenwut. Das kann ich nicht mehr riskieren. Nach der nächsten Drachenwut wäre Schluss. Deswegen, ich gehe auch, ich mache Dreck bitte. Krieg Dreck auch noch ein bisschen was. Apropos, wann lernt Dreck denn mal was Neues? Vielleicht jetzt. Oh, ich liebe Toxin, ey. Gott sei Dank. Das war's. So, Köter, Dreck. Bitte lern irgendwas Krasses. Noch nichts. Es hat bald die 100 ATK erreicht. Gefällt mir. Was hat er jetzt gesagt? Es ist noch weiter weg? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier hinten jetzt? Geht's hier hinten nach Prachtpolis? Oh.
Hier können wir eh noch nichts machen. Hier können wir aber was fangen. Aber das mache ich nicht. Wir müssen unsere Pokémon heilen. Apropos, wir müssen mal wieder was, ein bisschen Getränke und so kaufen. Ich würde es gern kaufen. Nein, wir haben kaum noch Supertränke und so. Das werden wir dann mal machen. Wir haben eh genug Geld. Wir haben auch noch ein Nugget. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? $54.000. Ich denke, damit sollte man schon ein bisschen weiterkommen. So, da war irgendwo noch was im Norden. Wenn da nichts mehr ist, dann werden wir nach Blütenburg City reisen. Nee, wir werden dann erstmal einkaufen, dann nach Blütenburg und dann werden wir da noch alle Trainer machen. Da ist übrigens noch dieses komische Geisterschiff. Das fällt mir auch gerade noch so ein. Da müssen wir auch noch rein, da könnten wir auch noch was fangen. So, wen haben wir noch hier? Will noch jemand was? Ah, hier, hallo. Wie geht's, was machst du hier? Hast du kein Surfer-Pokémon? Wir können es jetzt nicht erlauben, hier zu verlieren. Ja, dann einigen wir uns auf Unentschieden, werfen wir eine Münze oder so. Nee, was ist denn das für ein Vorschlag von der? Ja, mit zwei Poké... Hallo, Groudon, wie geht's? So, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ich würde gerne den Toxin... Okay, das passt schon mal. Und jetzt dann sofort Yugon. Was macht es für eine Attacke? Ich bin sehr gespannt. Okay, das ist in Ordnung. Das kann er von mir aus oft machen. Ich bin ein bisschen nervös, denn... Ja, Leute, das ist das Cover-Pokémon, das ich auch noch später fangen kann und muss, denn es ist ein Bodentyp. Das habe ich noch nicht. Yugon, komm mal her. Kann der irgendwas wie Steinwurf oder so? Ach du fucking fuck. Wir brauchen Hexer. Das könnte es gewesen sein. Wir haben Glück. Erdbeben, das ist bei Hexer nicht so schlimm. Ich muss es noch verwirren mit Hexer. Er wird jetzt hoffentlich nochmal Erdbeben einsetzen. Alter, Erdbeben. Gucken wir mal. In Ordnung, macht nix. Leute, ich muss Hexer behalten. Ich kann Hexer nicht weggeben. Hexer ist so wichtig. Aber wen dann? Dreck oder so? Das werde ich alles dann später erledigen. So, Konfusstrahl bitte. Der trifft eh aus irgendeinem Grund immer. Gott sei Dank. Und jetzt hat Groudon erstmal mit sich zu kämpfen. Das ist ein Riesenvorteil. Hat er noch irgendwas anderes an Attacken? Der hat diese komische Antikkraft. Aber die nützt ihm auch nicht so viel. Ich werde noch einen... Ah, okay. Ich brauche doch keinen Trank. Die Zitrobeere macht da ein bisschen Arbeit. Sehr schön. So, ein Psystrahl und dann sollte es eigentlich gewesen sein. Nicht durch den Psystrahl, es ist zu wenig, das weiß ich. Ja. Verletze ich bitte selber. Dann gibt es keine Probleme. Dankeschön. Und das war's. Wenn jetzt als nächstes Pokémon Kyogre kommt, dann wäre das extrem episch, aber auch extrem scheiße. Gut. Gut. Luturzel, genau das wollte ich lesen. Oh, bleib da, Hexer. Um Gottes Willen. Ja, bei dem Erdbeben dachte ich schon, das wäre es gewesen für Guyong, aber es hat es tatsächlich extrem gut ausgehalten. Ah, das macht nur normalen Schaden, oder? Ich hätte Aeroas einsetzen sollen. Och, was ist denn das denn jetzt? Indianer oder was? Hey, 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 hey. Das ist doch nicht lustig. Weißt du, erst gleißendes Sonnenlicht, jetzt Regentanz. Was ist denn jetzt? Schneesturm. So, Freunde, ich gehe jetzt sofort hier weg. Mir wird es jetzt langsam ungeduldig, ungemütlich hier. Wir fliegen nach Moosbach, denn ich habe keine Lust, wieder bei diesem blöden Einkaufszentrum so viel umzudingsen. Oh, endlich fliegen, Leute. Welch eine Wohltat. Gibt's überhaupt einen Markt? Ja, hier. Erstmal heilen. Okay, gehen wir es mal kurz durch. Also bis auf Pflanzen- und Boden-Pokémon habe ich eigentlich alles da. Wir holen uns später das Groudon. Das heißt, das mit dem Boden hat sich erledigt wegen Erdbeben. Ja, Pflanze. Pflanze ist gut. Ja, ich habe gegen Wasser nur die Schockwelle. Dann habe ich eine Idee. Ich gehe doch zum Markt und ich hole mir Donner. Und dann werde ich mal gucken, wer Donner erlernen kann und dann... haben wir da ein bisschen unsere Ruhe. Ich hoffe ja,
Hexer wird es bestimmt lernen können, aber das werde ich ihm nicht beibringen. Hey, wie wär's mit Lotterie? Bitte komm morgen wieder. Ja, Zeit-Events gibt's ja leider nicht. Das macht aber nichts. Ihr verkauft... Moment, ich brauche euch ja auch. So, ich brauche ein paar Supertränke, 20 Stück. Ich nehme auch gerne noch 10 Hypertränke. Dann noch ein bisschen den Topschutz. Brauchen Sie eine Tüte? Nein, ich kann doch diese 30.000 Tränke in meinem Beutel tragen. Was glauben Sie denn? Dann brauche ich noch... Hier brauche ich nichts, oder? Dann möchte ich Ihnen noch ein paar Sachen verkaufen. Ich habe einmal einen Goldnugget, der irgendwo rumlag. So. Und dann doch, ich habe doch eine blöde TM. Hier, Erholung brauche ich eh nicht. Ich brauche keine Erholung. Ich brauche keinen Schlaf. Schlaf ist, was auch immer, sinnlos. So, ich hole mir noch den Donner. Hallo, wie geht's Ihnen? Ach nee, die hat diese blöden... Hä? Ach, hier ist die Carbon-Abteilung. Scheiße. Die Doping-Abteilung meine ich, sorry. So, hier oben müsste es aber... Ja. So, die rechte hier von mir aus gesehen hat nur Kacke. Hier wird's interessant. So, einmal den Donner bitte. Ja, ist nicht so günstig, aber... Moment, habe ich jetzt Donner gekauft? Scheiße, ich habe Blizzard gekauft. Ich bin ein Vollidiot. Scheiße, nein, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Naja, vielleicht können wir ja Blizzard irgendwann mal gebrauchen. So, Donner, ja. Das war richtig dämlich, Freunde. Richtig dämlich. Wer kann Donner erlernen? Dreck kann Donner erlernen. What the fuck? Okay, folgendes. Wir gehen zum Attackenverlerner. Verlernen Zertrümmerer und bringen ihm Donner bei. So. Und ja, Dreck werde ich nicht mehr weggeben. Ich denke mal, das ist die Kombi. Der Einzige, der in Frage gestellt wird, ist Guyong. Aber da muss ich schauen. Aber Guyong hat halt, ist halt Wasser, ne? Okay. Wir gehen zum Attackenverlerner. Und ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, ist er hier? Nee, der, irgendeiner ist hier aber. Hier ist dieses komische Hotel. Leute, der Attackenverlerner, der ist hier irgendwo. Ich weiß es. Was ist denn hier los? LAN-Party? WLAN-Party? Okay. Wo ist der Attackenverlerner? Ich gehe mal trotzdem hier rein. Was denn? Nein, ich... Nein, der kann hier nicht sein. Vielleicht da oben nördlich? Hier! Ja! Ich habe... Ah, ich brauche Herzschuppen, ne? Oder macht er das so? Oh ja, ich sorge dafür. Ach so, der Typ ist selber dement oder was? Ja, ja, bitte. Bester Sound. Ja, jetzt kann Dreck Donner erlernen. Oh, ist das eine Wohltat. Dreck ist jetzt eine richtige Waffe, Freunde. So. Ja, wir gehen jetzt erstmal, holen uns unser anderes Fahrrad, denn ich hasse dieses Fahrrad. Oder machen wir den... okay, folgendes. Ich lage jetzt erstmal ein paar Sachen hier und dann gehen wir mal wieder ins Rätselhaus. Obwohl, brauchen wir da Zertrümmerer? Ich kann ja mal reingucken. Nein, nichts ablegen. Items. Sowas wie die Elixiere und so. Okay. EP-Taler auch. Das da, das da, das da. Dann das da, das da. Dacia, das da. AP plus. Ja, das nehme ich dann wahrscheinlich für Erdbeben, weil Erdbeben, das ist der Shit. Ja, jetzt tauschen wir kurz das Fahrrad aus und dann gucken wir mal ins Rätselhaus. Ich hoffe, ich habe das schon mit Zertrümmerer gemacht, aber ich glaube noch nicht. Hallo, ich würde gern tauschen. Oder ein Radler bitte, für Tisch 3. Okay. Nee, ich scheiße jetzt drauf, oder? Ich gehe mal vorbei, das kann ja nicht schaden. Oh, endlich wieder das Eilrad. Und wir können mal wieder versuchen, unseren Rekord zu verbessern. Wir hatten, glaube ich, 11 Sekunden und 0 Zusammenstöße oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ah, scheiße. Nein! Fuck you!
Viermal 11 Sekunden. Ja, wieder tätigst bemerkenswert. Deine Mutter ist bemerkenswert. Egal, nicht ausrasten jetzt. Wir gehen mal kurz ins Rätselhaus, aber ich glaube, wir brauchen Zertrümmerer und das will ich jetzt niemandem mehr beibringen. Das braucht kein Mensch. Der ist da in der Kommode. Wie hast du mich nur gesehen? Mein fettiges Gesicht hat geglänzt. Ja, hier gibt's halt noch ein Sonderbonbon. Warum nicht? Gucken wir erstmal, was hier ist. Shit. Okay. Vergesst das. Wir gehen nach Blütenburg und werden dort von oben bis unten alle Trainer-Herausforderungen machen. Also hier diese Route. Jede Menge Trainer. Die werden wir machen. Wenn wir die haben, dann sollten unsere Pokémon alle um die Level 40 sein. Ein bisschen drunter. Ja. Genau. Und dann sind alle Pokémon von uns schön stark. Und dann freuen wir uns alle. Ja. Und trainiert wird erstmal... Nee, erstmal wird der Schutz eingesetzt. Wer braucht Training? Guyong ist am niedrigsten. Deswegen wird es eingesetzt. Gucken wir mal, wo hier die ganzen Trainer sind. Hier ist eine. Hallo. Ich hoffe, die haben alle so ab Level 30. Das wäre sehr angenehm. Müsste aber, glaube ich. Ein Minun. Oh nein. Ich hasse es. Da habe ich jetzt nichts Praktisches. Ich hätte Aurora-Strahl. Funktioniert das? Gegen Elektro? Ganz normal. Ja. Angriff gesenkt. Oh oh. Ja, ja. Scheiße, ich hasse Paralyse. Ach, ruckzuck, Fick. Kopfnuss. In your face, scheiße. Ja, danke. Woo. Endlich bekommt Guyong die Aufmerksamkeit, die es verdient. Zugabe, Zugabe. Oh, Leute, die Pokémon sind hier nicht sehr stark. Aber ist egal. Das kommt dann aufs Pokémon an. Es kann ja auch ein Chanera oder so sein. Und das bringt einfach sehr viel EP, versteht ihr? Ein Tränkli und eine Amrena-Becher. Ein Amrena-Becher. Eis. Ich hätte jetzt Lust auf ein Eis. Egal, draußen ist eisig genug. Hier im Wasser auch, deswegen benutzen wir Jugong als Surfer. Das klingt so falsch. So, wo sind die Trainer? Hier ist eine, die weiß nicht, wohin sie will oder soll. Mein Körper fühlt sich so leicht, als hätte ich abgenommen. Jetzt müsste da voll die Fette sein. Fettsack Amalie will kämpfen. Dagmar. Knuddeluff. Ja, so ein Pokémon meine ich. Das bringt viel EP. Danke für den Exempel. Oh nein, nicht der Crab. Danke. Warum kann Duplexieb eigentlich mehr mal treffen? Ich meine, es heißt ja Duplexieb. Duplohieb. Wie viel EP bringt das? Ja, ist ganz okay. Ein Noctuska. Das heißt, jetzt wird's Zeit für KFC. Und einen netten Feuerfeger. Oh ja, das ist natürlich geil. KFC und Rearfire. Das ist schon Luxus. Aber es ist halt, wenn beide halt gegen ein Wasser... sind halt gegen ein Wasser-Pokémon einfach nutzlos, versteht ihr? Ja, sinnlos auch fast. Deswegen ist es schwierig. Wie gesagt, Fettsack Dagmar kann weiter abnehmen oder was auch immer sie möchte. Ist hier noch, liegt hier noch irgendwo was? Da ist ein Bergsteiger, wie auch immer der heißt. Hier dagegen soll es einen mystischen Felsen geben. Ist es nicht sowas, wo man Evoli trainieren kann oder so? Oder entwickeln kann? Ach, keine Ahnung. Ruinenmaniac. Oh oh. Oh, ein Walreiser. Ei, ei, ei. Dreck, es ist Zeit, den Donner zu entfachen. Was macht denn er jetzt? Ja, Zugabe. Also ich hätte, glaube ich, doch lieber einen Walreiser anstelle von Guyong. Aber ich bin dennoch zufrieden mit Guyong. Nichtsdestotrotz. Oh, scheiße. Das könnte zum Problem werden. Ich muss mit Donner treffen. Dreck, ich muss mit Donner treffen. Okay, stimmt. Dreck hat ja den Lachsrauch. Das ist dann ganz gut. Denn Lachsrauch macht bei Gegnern, dass sie weniger... Nee, was will ich sagen? Stimmt, dass die Attacken mehr dagegen gehen. Die Genauigkeit wird gesenkt, ja. Gut, dass ich nach 8 Jahren auch mal auf den einfachen Satz gekommen bin.
So, das war's mit Walreiser. Kein Level Up für Yugong. Tauros. Ja, da ist immer KFC ganz gut gegen Normal-Pokémon. Ein netter Doppelkick. Kick ins Glück. Gut Kick, was auch immer. Ja, es hat Bedroher. Dieses blöde Stiervieh. Och Mann, wieso kann ich nicht one-hitten? Was ist das? Und was macht er jetzt? Bodycheck. Verfolgung. Scheiß Stalker! Okay, machen wir einmal Glütlein. So. Und wurde erledigt. KFC bekommt einen netten Schub. Ich gucke jetzt mal nochmal, was hier jetzt links ist. Liegt hier irgendwas? Hier ist doch bestimmt irgendwie Hypertrank oder sowas. Ach, gegen den habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Liegt hier echt nichts? Okay, dann gehe ich mal an dem vorbei. Moment. Was ist denn hier? Was ist das hier für ein... liegt hier irgendwas vergraben? Da will ich ja mal kurz gucken. Ich kenne den... Ich weiß nicht, was der Felsen hier aussagt. Er ist auf jeden Fall gekennzeichnet. Nein, nein. Ich kann leider gar nicht sagen, ob der irgendeine Relevanz hat für irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Wir kämpfen jetzt noch gegen den Typen und dann war es das. Dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Im tiefen blauen Meer schwimmen. Mit Haien und Tentakeln und was auch immer. Ninkada! Da verhilft uns ein Aurora-Strahl des Glücks. Es ist tatsächlich sehr effektiv. Ja, das Ninkada war jetzt kein Problem. Oh, wann kriegst du ein Level up? Hariyama! Oh nee, das ist schlecht. Das ist nämlich gut gegen Eis. Jetzt brauchen wir Hexer. Rear Fire wäre auch gegangen. Allerdings will ich auch Hexer trainieren. Und Hexer hat ja auch gute Attacken für so ein Monstrum, nämlich Psystrahl. Nimm das. Oh, sogar ein One-Hit. Respekt. Ja, es ist 10 Level höher trotzdem. Hexer hat jetzt nicht die besten Werte. Aber es hilft mir in so vielen Situationen. Hexer, bleib gleich da. Hol dir dein Level ab. Gegen Dodo eine Schockwelle. Ja, ich muss sagen, die Attacken von meinem Pokémon gefällt mir. Mir gefällt es auch umso mehr, dass ich Dreck Donner beibringen konnte. Das ist wirklich fetzig. Level up. Bekommt's was? Leider nicht. Schwimmer Guido ist abgesoffen. Ja, ich hoffe nicht wirklich. Und ja, dann werden wir in dieser Baumlandschaft speichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. In der nächsten Folge werden wir die Pokémon weiter leveln und vielleicht schon den einen oder anderen Kampf in der Arena machen. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann!